groß war denn der Druck? Der Druck war sehr groß. Wir haben den Titel natürlich verteidigen müssen. Unser Bürgermeister hat uns natürlich Druck gemacht, dass wir den Titel wieder zurückbringen nach Tittling, und wir haben es geschafft und wir sind total froh. Für uns war eigentlich das Schwierigste das Bogenschießen. Das hat nicht ganz so hingehaut. Der Parcours, wo alle vier dann zusammengeholfen haben, das war das Beste für uns. Und so haben wir auch gewonnen, weil der Teamgeist war super und das hat dann richtig reingehaut. Wir waren die einzige Mannschaft, die zwei junge Frauen dabei gehabt hat, und das hat sich natürlich ausgezahlt. Nicht nur optisch, auch leistungsmäßig. Vor allem beim Bullenreiten, genau. Da hat der Moderator schon gesagt, also, dass da die jungen Damen, die Pferde daheim haben, dass die da vorne dabei sind immer. Und genauso war es auch dann. Ja, war wirklich super.